Al-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, viele Männer waren vollkommen. Und unter den Frauen waren nur vollkommen Maryam bint Imran, die Mutter von Isa a.s., Asiya, die Frau von Pharaon. Und dann sagte er, und Aisha ist besser als die anderen Frauen, so wie das Fleisch eben besser ist als das restliche Essen. Was heißt, es sind viele Männer vollkommen? Die Propheten natürlich. Also gemeint sind die Propheten. Und da es keine Prophetinnen gibt, wer war dann vollkommen unter den Nicht-Prophetinnen, also unter den Frauen eben? Eben, Asiya gehörte dazu. In einem anderen Hadith ist es auch Fatima, radiyallahu anha, und Khadija, radiyallahu anha. Das heißt nicht, dass nicht andere Frauen auch gut sein können, aber das sind so, die gehören zu den Besten. Warum? Weil sie sehr geprüft wurden. Khadija war die erste Frau, die den Islam angenommen hat. Also sie hat es am schwersten gehabt. Da gab es keine andere Frau, die Muslimin war. Sie hat aber trotzdem an Allah geglaubt. Asiya, ihr wisst, was mit ihr passiert ist. Maryam hatte auch eine gewaltige Prüfung. Auf einmal ist sie schwanger und kein Mensch will es ihr glauben. Ja? Das heißt, es ist eine gewaltige Prüfung.